Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Was haben wir denn in Deutschland? 16:30 gleich, ja. Einen wunderschönen guten Mittag. Oder guten Abend oder wann auch immer du diesen Beitrag hier anschaust. Vielleicht erwischst du mich ja sogar live hier. Ich wollte mal über eine Situation mit dir sprechen, dir erzählen. Die ich ist schon einige Jahre her, wo mein Bankkonto mal gehackt wurde. Und es war auch noch zu Zeiten, wo, ja, es wurden ein paar hundert Euro abgebucht, wo ich das nicht locker und easy sehen konnte, wo es wirklich viel, viel ausgemacht hat, ob ein paar hundert Euro mehr oder weniger auf dem Konto drauf sind. Mit anderen Worten, wo Existenzängste natürlich auch da waren. Ich konnte dann zwar, ich weiß nicht, so 3, 4 Wochen hat es gedauert, konnte ich zwar dann ja, nachweisen, ich muss natürlich Anzeige erstatten und solche Dinge, aber es war dann aber nachvollziehbar, dass da Hacker am Werk waren und so hat man mir das Geld dann auch nochmal zurückgezahlt. Das heißt, so nach 3, 4 Wochen ungefähr, wie gesagt, ist schon eine Weile her, hatte ich die paar hundert Euro, die auf dem Konto dann abgebucht wurde, nochmal zurückerstattet. Warum erzähle ich dir das? Ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, der es so geht, dass sie irgendwie im Internet mit irgendwas schon mal solche Erfahrungen gemacht hat. Oder auch, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber wo Fake-Mails kommen und man klickt da irgendwo drauf und gerät da in irgendwas rein. Also da bin ich verschont geblieben. Manchmal kommen ja so Mails, wo man wirklich glaubt, das ist vom Absender. Und ich habe da so einen kleinen Trick herauszufinden, ist es wirklich der Absender oder ist es irgendeine Phishing-Mail, eine Fake-Mail oder wie man das auch immer nennt. So sehr gut kenne ich mich da nicht aus, dass ich da erst gar nicht draufklicke. Aber warum erzähle ich dir das? Ich hätte mich damals oder bis heute davon abhalten lassen können, online bei irgendjemandem etwas zu buchen. Ein Mentoring, eine Begleitung, einen Kurs, in eine Mastermind online reinzugehen, was auch immer, weil mir das einmal passiert ist. Weil ich das gerade so die letzten Tage auch mal wieder gehört habe von jemandem, die mir das auch erzählt hat. Da gab es so viele Scherereien, da habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht und da war dies und jenes und das und das und bababababa. Ohne es jetzt weiter auszuführen, ohne da weiter Energie reinzugeben, die bis heute die Schranke einfach zulässt, quasi sich selbst im Weg steht, um online da noch mal was zu machen. Ich habe natürlich damals geguckt, wo war die Lücke, wie konnte das passieren? Die wurde dann natürlich auch, ja, bis dahin ist mir das auch nicht mehr passiert. Nur ich hätte mich da auch können von abhalten lassen, wieder online irgendwas zu machen. Habe ich nicht, sonst wäre ich jetzt heute nicht da mit der ganzen Familie, wo wir jetzt gerade stehen, nämlich in dem freien Leben, selbst über Zeit zu bestimmen, über den Tag zu bestimmen und, und. Und ich bringe dir ein Beispiel dazu, was ich mir gesagt habe. Und ich denke, das kannst du auch nachvollziehen. Nur mal zur Klarheit, auch zur Rückenstärkung. Du warst bestimmt schon mal in einem Restaurant, hattest Erwartungen ans Essen und es hat dir nicht so geschmeckt. Oder du warst auch schon mal irgendwo, da hast du ja vielleicht zu Hause ein Essen gekocht, ein neues Rezept ausprobiert und es ist dir nicht bekommen. Was auch immer. Nehmen wir mal das als Beispiel. Wir würden ja dann nie auf die Idee kommen, deshalb, weil wir einmal irgendwo eine Erfahrung gemacht haben, die nicht so war, wie wir es eigentlich wollten, nie wieder in ein Restaurant zu gehen. Oder ein Rezept auszuprobieren, nie wieder neue Rezepte auszuprobieren. Kämen wir nie auf die Idee. Ja? Und das ist hier im Grunde genommen nichts anderes, nur weil ich einmal irgendwo irgendwelche Erfahrungen gemacht habe, dass online etwas nicht so funktioniert hat oder dass meine Erwartungen
an das Programm nicht so erfüllt wurden, wie ich es mir eigentlich vorher gedacht habe, dass ich da nie wieder online etwas buche, weil da steht man sich ja selbst total im Weg. Und was strahle ich damit nochmal ans Universum aus? Ich habe Angst, dass. Bababababab. Was bestelle ich damit beim Universum? Ängste. Was liefert das Universum? Mir mehr davon. Das ist genauso, wie wir alle so geprägt wurden, zum Beispiel Geld zu sparen für schlechte Zeiten. Was produzieren wir damit? Schlechte Zeiten. Fällt mir auch gerade ein Beispiel zu ein. Ist jetzt wirklich schon, oh Gott, viele, viele Jahre her bestimmt. 16 Jahre oder so ungefähr, ist ja egal. Ich teile es mit dir, wo eine Mama von unseren Kindern mir mal erzählt hatte, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Hat mir dann so diese Story da ein bisschen ausführlicher erzählt, weil ich gerade bei denen zu Hause war. Und sagte mir dann im Kontext, dabei hat mein Mann einen Knüppel unterm Bett liegen, falls mal Einbrecher kommen und jetzt wussten wir uns gar nicht wirklich zu helfen. Ja, wenn ich einen Knüppel unter das Bett lege, weil ich Angst davor habe, wenn mal Einbrecher kommen, damit ich mich verteidigen kann, was produziere ich damit? Was bestelle ich beim Universum? Das Universum, so spooky das jetzt vielleicht klingt, sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl und dann schickt es mir halt die Einbrecher, damit ich möglicherweise den Knüppel unterm Bett zum Einsatz bringen kann oder wie erstarrt vor Angst da stehe und doch nichts mache, verstehst du? Genau das Gleiche ist es auch mit, wenn ich bin ja auch ein sehr sicherheitsdenkender Mensch. Also, was mir wichtig war, als ich dem Ruf meiner Seele gefolgt war, als ich meine Mission entdeckt habe und auch nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst gekündigt hatte, freiwillig gegangen bin, da war es mir wirklich total wichtig, ein sicheres Einkommen zu haben, weil ich wollte auch eins nicht mehr. Ich wollte mir keine Gedanken mehr über Geld machen müssen. Ich wollte einfach haben, dass Geld einfach immer da ist, weil das war in meinem früheren Leben, im Angestelltenverhältnis, war das halt nicht so. Kennen wir alle. Einmal im Monat kommt Geld aufs Konto. Wir müssen 30 Tage schauen, wie wir klar mitkommen. Vielleicht bleibt was übrig, vielleicht auch nicht. Aber finanzielle Freiheit ist da ja eh nicht mitzuerlangen. Und da sollte mein Weg hingehen. Ich war das einfach leid. Ich war es leid, dass andere über mich, mein Geldbeutel, meine Arbeitszeit, mein Leben, meinen Urlaub oder was auch immer bestimmen. Ich vermute mal, dir geht es ähnlich so. Und das war der Grund, warum ich wirklich gesagt habe, so, ich gehe jetzt andere Wege. Ich lasse mich jetzt begleiten. Und hol mir eine genau auf mich abgestimmte Anleitung, wie ich jetzt von A nach B komme, wie ich es wirklich schaffe, absolut ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Hätte ich natürlich auch denken können, okay, da war mal so diese Geschichte mit der Bank, da war mal das Bankkonto gehackt, da ist mal widerrechtlich Geld vom Konto abgebucht worden. Ich mache nie wieder was online. Oder, okay, interessante Erfahrung, abgehakt. Geh nicht weiter in Resonanz mit solchen Dingen und lass mich davon nicht abhalten, trotzdem weiter meinen Weg zu gehen und mir eine Begleitung zu holen. Das würde ich dir gerne mal mit auf den Weg geben, damit du nicht weiter, ja, die Schranke zulässt und weiter wahrscheinlich die Erfahrungen machst. Da ist mal ein Lichtblick da, da geht es mal einen Schritt vor und wieder zwei zurück, sodass das Gefühl weiterhin da ist, dass so unsichtbare Gummibänder am Werk sind, die dich immer wieder zurückhalten, wo du immer wieder merkst, Mensch, ich habe schon wieder mich im Kreis gedreht und bin nicht wirklich einen Schritt angekommen in dem Leben, wo es eigentlich hingehen soll, sondern ja, drehe mich wieder im Kreis, muss mal einen Schluck trinken. Weil, wie gesagt, Restaurant, wunderbares Beispiel, wenn wir mal irgendwo waren, wo es uns nicht so geschmeckt hat oder unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Deshalb hören wir weder auf zu essen, noch hören wir auf, mal in ein Restaurant zu gehen. Ja, das ist genau das Gleiche. Das mal so zum Bewusstmachen für heute, für dich und nochmal Einladung.
Lausch auf den ersten Impuls, wenn es irgendwie kribbelt und du sagst, es wird jetzt wirklich Zeit, dass ich auch in meinem Leben mal andere Ergebnisse erziele, dass ich wirklich mal freier, selbstbestimmter leben kann, dass ich wirklich mal Antworten bekomme auf die Fragen, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist mein wahrer Grund meines Daseins hier und mal eine Anleitung haben möchtest, wie du dir auch ein freies Leben gestaltest, was wirklich deiner Seelenessenz entspricht und auch dem Ruf deiner Seele folgst, also auch wirklich deinen Seelenberuf daraus kreierst, damit du nicht weiter dich müde und erschöpft fühlst oder dein Körper dir sonstige Signale von deiner Seele schickt, in Form von Disharmonien, was auch immer das ist. Mir hat gerade heute auch noch mal jemand erzählt, wie oft sie eigentlich Schulter-Nacken-Probleme hat, wie oft sie Verspannungen im Rücken hat. Und wie oft auch Migräne einfach ein Thema ist und auch Burnout schon diagnostiziert wurde, kenne ich alles nur zu gut aus meinem früheren Leben. Und ich kann dir sagen, sobald du wirklich die Klarheit hast, was deiner Seelenessenz entspricht, deinem Seelenplan, und du genau auf dich abgestimmt auch weißt, wie du dem Ruf deiner Seele folgst, das wird alles verändern. Und das sind Dinge, die wir in der Akademie gemeinsam machen. Also hab Mut, schreib mir eine PN mit Stichwort, ich möchte gern starten, ich will möglicherweise dabei sein und dann bekommst du weitere Infos von mir und da können wir gerne mal sprechen, wie genau das auf dich abgestimmt ausschaut und ja, let's go, hab Mut und trau dich und schreib mir eine PN mit dem Stichwort, ich will starten und ich lasse dir dann weitere Infos zukommen, damit sich wirklich mal was ändert in deinem Leben. Okay, in diesem Sinne. Hab noch einen schönen Tag mit ganz viel Universumsglitzer, wie hier im Video. Ciao, ciao.